Ja, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Metro 2033 oder besser gesagt Metro 2033. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen, wie immer, am Anfang meiner jeden Folge. Bewertet am Ende ruhig das Video, sprich einen Daumen in der nördlichsten Richtung hinterlassen, die Kommentarsektion zuspammen und mir wieder einen schönen Kommentar zum heutigen Part bzw. zum Projekt an sich schreiben und natürlich Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, das freut mich sehr, unterstützt mich sehr und auf Instagram mal vorbeischauen, um meinen ganzen anderen coolen Stuff zu verfolgen. So, ich hatte zwischen den Folgen ein kleines Intermezzo. Mein Freund hier, der Brian, meinte, er müsste mich sehen, obwohl ich hinter der Wand stehe. Hat mich angekotzt. Brian sieht das Ganze jetzt auch so, hat sich entschuldigt bei mir. Hat aber auch, naja, wie soll ich sagen, ich habe ihn leicht an die Wand genagelt mit meinen Argumenten. Ich meine, man sieht es vielleicht noch, dem Guten steckt dort, über der goldenen Hand, ein Messer in der Brust. Bitter, ich weiß, aber er wollte halt nicht hören. Ich habe ihm die Chance gegeben, gesagt, du, komm hier nicht her, ist nicht gut für dich. Er wollte nicht. Jetzt sind wir in dem Raum, wo anscheinend der Generator ist und ich hoffe tatsächlich, dass wir nicht noch mehr Leute jetzt aufgeweckt haben, weil die beiden ja auch geschossen haben. Ich musste mein Medipack verwenden, das eine, was ich gefunden hatte, was nicht gut ist. Aber ja. Generator ist aus. Das heißt, das Licht ist jetzt auch aus. Oh. Der Kollege da hinten ist not amused, dass das Licht aus ist. Hat uns gut getroffen. Da unten laufen wir hier rum, kann das sein? Sag gute Nacht, Mädels. Nacht. Also irgendwo laufen die Leute wie verrückt jetzt rum. Au, 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 au. Von wo? Ach da. Oh, nice Headshot. Haha. Hey, wo kam er denn jetzt her? Irgendwie hier unten scheint einer rumzurennen. Aber das scheint auch ein bisschen blöd zu sein, habe ich so den Eindruck. Da ist einer. Okay, mit... Scheiße, wir verlieren Männer! Ja, ja, ihr habt hier mehrere Tote. Ha, es freut mich gerade hier nicht, durch die Anlage schleichen zu müssen. Ihr kriegt jetzt hier alle euer Fett weg. Dieser Mistkerl hat einen von uns getötet. Ja, und es wird nicht der Letzte gewesen sein. Halt jetzt dein Maul. Vor allem da unten läuft auch einer lang. Warum kommen die denn nicht einfach hier die Treppe hoch? Autsch. Wir haben keine Heilung mehr. Das ist nicht gut. Ich möchte hier jetzt nicht drauf gehen. Oh, Alter, das... Die Visiere sind der letzte Ranz.
Könnte ich aber, wie gesagt, auch keiner ahnen, dass mich die zwei Typen durch die Wand sehen, wieder mal. Dann hätte ich mich wahrscheinlich hier am Ende rausschleichen können. Alles wäre schick gewesen. Ich springe hier runter. Land hier dahinter. Nehme mir die restliche Muni noch mit, die die Guten hier so liegen lassen haben. Ja, alles so ein kleinen Scheiß. Und dann geht's da lang. Und hier lang. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Behörden? Habt ihr ihn gesehen? Dieser Hundesohn war verdammt schnell. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Nein. Du hast. Hören wir uns das mal an, was die beiden zu erzählen haben. Den Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe. Und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen. Ein einziges Tor verband diese zwei Welten. Und zwar an einer Stelle, an der die Karte nun durch eine rote Narbe zweigeteilt ist. Aber irgendwas geschah. Und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Und es wurde ein Mythos draus. Und obwohl Metro 2 nicht mehr in unserem Bewusstsein steckt, existiert sie noch. Sie ist überall. Ihre Tunnels sind mit unseren verflochten. Ihre Stationen liegen hinter den Mauern unserer Stationen. Diese zwei Metros kann man nicht voneinander trennen. Und jene, die glauben, dass die Schäfer ihre Herde nicht verlassen können, sagen, dass sie noch immer über uns wachen. Dass sie uns jeden Schritt vorgeben, sich uns aber nicht zeigen. Und das ist der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Aber warum wollen sie nicht, dass die Leute von ihnen wissen? Zunächst einmal, weil Schafe voller Sünden sind, denn sie haben die Schwäche ihrer Schäfer genutzt, um sie zu verlassen. Und seit Metro 2 von unserer Welt getrennt wurde, haben die Schäfer sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie sind keine Menschen mehr, sondern Wesen einer höheren Ordnung, deren Logik für uns nicht nachvollziehbar ist. Sie haben die Macht, alles zu verändern. Sie können sogar die verlorene, schöne Welt zu uns zurückbringen. Da wir aber rebelliert haben, möchten sie an unserem Schicksal nicht mehr teilhaben. Jedoch existieren sie überall, sind allwissend und allsehend. Erst wenn wir unsere Sünden bereuen, werden sie sich zeigen und ihre Hilfe anbieten. Und die Erlösung wird kommen. Das sagen die Leute, die an die unsichtbaren Beobachter glauben. Interessante Legende. Ja, die Legende klingt wirklich interessant. Also ich höre den Leuten sehr, sehr gerne zu und ich glaube, das ist hier in Metro auch mega gut, um ein anderes Ende zu kriegen als vielleicht viele anderen der Leute. Denn wenn man diese Moralpunkte sammelt, sprich dieses Aufblitzen immer kurzzeitig, nachdem ich zum Beispiel so ein Gespräch oder so gehört habe, erhält man ein anderes Ende. Und ich glaube, es soll das bessere Ende sein, zumindest für die nachfolgenden Spiele. Wir werden sehen. Ich habe doch in den letzten Folgen erwähnt, dass die KI vom Spiel mega geil ist und boah, mega und so, ja? Könnt ihr mir mal verraten? Ich bin da in dem Raum gewesen, hab hier rumgeballert wie wild und die Typen da kommen hier den kleinen Gang nicht vorgelaufen, um mich hier zu killen, sondern lassen mich halt hier einfach machen. Klappe! Geh nachschauen, ich gebe dir Deckung. Ups. Wir haben hier einen echten
Okay, dann baller ich hier halt mal ein bisschen mit meiner Ultra-Dultra-Schrotflinte rum. Tschüssikowski, Alter. Dann nehmen wir es jetzt halt so. Sorry, aber wenn die nicht anders wollen, dann tut's mir irgendwann mal so richtig leid. Oh oh. Ich hab sie noch gehört. So, Friends and People. Ich habe einen kleinen kurzen Schnitt gesetzt. Und habe, hier wo die beiden gerade über die Metro 2 gesprochen haben, ein bisschen aufgeräumt. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen aufgeräumt. Denn ich habe hier eine Granate reingeballert. Und dann sind hier so ein paar durch die Lüfte geflogen. Und dadurch kann ich mich jetzt hier ganz entspannt mal um die Leute so ein bisschen kümmern. Was hier so abgegangen ist. Die letzte Zeit. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Das Problem, was wir tatsächlich haben, wir haben echt nicht so viel Mun. Oh shit. Oh shit, haben wir gerade die ganze Zeit mit. Wir haben die ganze Zeit unsere Geldmuni verschossen. Es gibt Munition, die ist hier gleichzeitig auch die Währung im Spiel. Und wir haben gerade die ganze Zeit unsere Währung im Game verschossen. Das fällt mir jetzt erst auf. Also wenn hier nochmal ein Shop kommt, na dann holla die Waldfee, dann haben wir ja richtig dumm Content gemacht. Hallo? Oh, hi. Toiletten, okay. Hallo? Jemand auf dem Scheißhaus? Ups. Ah, guckt mal. Hier ist wieder der Anfang. Ah. Okay, muss ich hier weiter? Hier ist wahrscheinlich Dings weiter am Ende. Ah, ich möchte gerade erstmal gucken. Ob es hier noch woanders weitergeht. Also. Hier geht's ja noch weiter. Findet man hier noch was? Da gibt's eine Luke nach unten. Oh oh. Hier liegt irgendwer. Der ist krepiert. Aber warum? Wo geht's hier lang? Hier sind Fallen. Oh oh. Oh! Also hier ist eine Falle, die wurde ausgelöst und hier kann ich eine überspringen. Habe ich mal gemacht. Und wo geht's hier hin? Kumpel, was ist denn mit dir passiert? Ich kann ja wieder atmen, das ist gut. Ich weiß ja nicht so richtig, wo ich lang muss. Bin ich hier richtig? Ich habe keinen blassen Dunst, Freunde. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Komm, ruh dich aus. Mach mal. Was hast du hier getrieben, Alter? Okay, Freunde. Ich hätte vielleicht doch den anderen Weg noch gucken sollen mit denen. Kann ich da nochmal hin? Moment, wir können doch letzten Speicherpunkt laden machen, oder? Da sind wir ja hier runtergefallen. Komme ich hier wieder hoch? Ah, ich komme nicht mehr hoch. Okay. Das ist ärgerlich.
Okay, dann muss ich jetzt hier unten weiter. Okay, Freunde, das mache ich offscreen. Ich danke fürs Reinsehen. Ich danke fürs Reinschalten. Wie immer, Bewertung nicht vergessen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder von Metro 2033. Freut mich, dass ihr am Start seid. Freut mich, dass ihr am Stüsser seid. Bleibt alle schön gesund. Und bis zur nächsten Folge, Freunde. Ich danke fürs Reinsehen. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.